Hör mal, ich hab mich ja echt gefreut, ne? Dachte ich, vom Kalli wirst du nominiert, weißt du, verstehst du? Und dann ist das bloß so ein Imitator, ne? Wie heißt er? Roman Geisen? Hab ich schon nie von gehört, weißt du? Nie im Leben habe ich von dem Typen gehört und dann habe ich mit den restlichen Mumpf mal reingezogen, den er da gebracht hat. Habe ich mich direkt wieder aufgeregt, habe ich ein bisschen Rücken, zieht mir da rein, weißt du? Kriege ich auch wieder Füße, Hammer. Richtig schlecht ist das, ne? Also wirklich, der Gisela hat sich gefreut, die hat gelacht, die hat den Lindenberg, hat sie sich 100 Mal reingezogen, da habe ich mich schon wieder aufgeregt. Und inzwischen ist sie bei Facebook gesperrt, weil die da zu oft geguckt hat, ne? Aber da kam ich auf eine Idee, Sportsfreund, weißt du, wie heißt du? Robert Geifers, ne? Hör mal. Ich habe die Idee, und zwar rufe ich jetzt bei Facebook an, dass du mal hier gesperrt wirst, weil da mit deiner ganzen Posterei, da geht doch allen nur auf den Sack. Hör mal, da geht überhaupt nicht. Was ist denn? Weil da kriege ich schon wieder, wird man schon wieder ganz schwindelig. Weißt du, brauche ich gleich erstmal einen Dornkart oder so. Pass auf, so. Und außerdem, du bist überhaupt kein professioneller Imitator, weißt du, das sehe ich doch an deine YouTube-Follower. Du hast doch höchstens 50 Abonnenten, Junge. Das ist doch überhaupt nichts. Guck dir mal an, was der Horst immer für Abos hat. Weißt du, ich bin Profi. Verstehst du denn mal? Ich habe 3,5 brutto im Monat. Verstehst du? So, und jetzt bist du mal still. Du hörst jetzt auf mit dem Zeit, dass sich da nicht noch mehr Leute aufregen über deine ganze Posterei. Ja, und nominieren tue ich auch keinen. Obwohl, ich wende den Matze Knopf, finde ich super, verstehst du, das ist ein super Typ, verstehst du, der kann auch imitieren, das ist ein Vollprofi in der Imitation, ne? Wenn der alles macht, den Kloppe und den Beckenbauer und so, tausendmal besser als du. Da würde ich mich interessieren, wie das von dem klingt, wenn der seine Leute da nominiert und dann die sagen, mal, das habe ich für 2021 vor, verstehst du? Hey, jetzt aber mal im Ernst, Freunde, mal, der Junge ist gut. Wie heißt der? Roland Geiger? Ja, muss ich mir mal aufschreiben. Ne? Ich habe mich weggeschmissen, als er den Lindenberg gemacht hat, ne? Und im Jenseits. Obwohl, die sind ja alle tot. Ne? Was macht der? Der glaubt, der hat noch im Fernsehen gebucht worden mit dem Scheiß, oder was? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der irgendwann mal mich nachmacht. Ne? Das wäre nicht so schön, weißt du, ne? Ah, hier läuft mir die Gisela noch weg oder so. Dich nicht verrückt, Horst.